7 Uhr morgens. Arbeitsbeginn für die Plattmacher. Baggerfahrer Mike wartet nur noch auf seinen Bauleiter Kai Pegel. Das ist ein guter Bauleiter. Hätte ich gar nicht gedacht, du. Kannst auch mal eine gute Seite haben. Mit einem neuen Bagger soll es losgehen. Morgen, Herr Pegel. Ich begrüße Sie. Hast du schon eine Flasche Sekt gegengeschmissen? Nee, dann fällt der ganze Bagger auseinander. Das Dach und die obersten Stockwerke mussten Mikes Kollegen ohne Bagger abreißen. In Handarbeit. Jetzt aber darf Mike ran. Obwohl die Nachbarhäuser direkt an der Abbruchvilla stehen, erwartet Bauleiter Kai heute keine Probleme. Erst unten beim Fundament, der sogenannten Gründung, könnte es wackelig werden. Wir haben unten nachher noch ein Problem mit der Gründung, dass die Nachbarhäuser nicht tief genug gegründet sind. Das Gerüst ist hin. Aber halb so schlimm. Kai hat es extra aufstellen lassen, damit die Nachbarn sicher sind. Ist einfach so, Abbruch, fällt was runter und dumm gelaufen. In Hamburg-Altona wartet ein ganz schwerer Brocken auf die Abrissspezialisten. Ein Luftschutzbunker aus dem Zweiten Weltkrieg soll weg. Er steht mitten in einem Wohngebiet. Der 39-jährige Kai Pegel betreut immer mehrere Baustellen gleichzeitig. Er ist Bauleiter bei einer Hamburger Abrissfirma und hat schon manch harte Nuss geknackt. Aber das Gebäude ist was Besonderes. Ist schon ein bisschen anspruchsvoller, weil wir hier eine direkte Bebauung haben. Direkt dran, 3 cm. Bloß Luft auf der Seite und ein Bunker halt. Ne? Ein Bunker sollte ja mal halten, der sollte ja nicht so schnell wieder weg oder lässt sich halt nicht ganz so einfach abbrechen. Wir haben 1,10 Meter starke Betonwände, das ist schon eine Hausnummer, ne? Die wieder zurückzubauen. Hier musst du dir im Vorfeld mal ein bisschen Gedanken machen und musst ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken. Ein bisschen mehr wie olle Lagerhalle, ein Einfamilienhaus oder sonstiges. Grüne Wiese kann jeder. Einen Bunker hat Kai Pegel noch nie platt gemacht. Die dicken Decken und Wände aus Beton und Eisen waren für stärksten Bombenhagel ausgelegt. Sie galten als unverwüstlich. Jetzt aber sollen sie weg. Eine Mammutaufgabe. Hier ist kein fester Endtermin, weil keiner genau weiß, wie hart der Beton ist. Deswegen ist immer so im Raum diese Zeitspanne zwischen 6 und 8 Monaten. Aber trotzdem, Zeit kostet Geld. Auch wenn wir hier keinen Termin haben, jeden Tag, den wir länger rumspielen am Ende, kostet einfach Geld. Zuerst muss der Bunker von den Nachbargebäuden getrennt werden. Die Löcher in den Wänden sind die Ansatzpunkte für Seilsägen. Mit ihren Maschinen können die Arbeiter auch die dicksten Wände bohren und zerschneiden. Doch das dauert und die Maschinen laufen schnell heiß. Deswegen kühlen die Spezialisten Bohrer und Sägen mit reichlich Wasser. Kai Pegel und Vorarbeiter Manuel Lorenz befürchten, dass es zu viel Wasser ist. Olle Kühlwasser überall, ne? Müssen wir mal einmal gucken, was das ist. Du gehst einmal hoch, gucken wegen Wasser und ich raus. Ne? Ein Loch im Flurbereich hatten die Bauarbeiter übersehen. Jetzt wird es zum Problem. In den elektrischen Leitungen des Bunkers fließt noch Strom. Das ist nicht schön. Wasser und Strom ist nicht so toll, ne? Wie man sieht, genau hinter der Leitung, an einem Verteilerkasten, an den Zwischendosen hier, läuft das Wasser lang. Nicht toll. Ein Mitarbeiter muss das Loch neben den Leitungen mit Bauschaum abdichten. Bloß endlich einen Aufzug hätten, ne? 6 Stockwerke ist der Bunker hoch. Und der Abriss beginnt ganz oben. Echt geiles Wetter. Können erstmal einen Grill besorgen. Die Betonschneider sind mit ihren Seilsägen bereits dabei, die Außenwände, die die Nachbargebäude berühren, von der Bombenschutzdecke zu trennen. Ist echt scheiße mit dem Wasser. Ja, aber kannst du nicht machen. So ist ja scheiße, der Wind, der dreht ja, der fliegt ja bis sonst wohin. Beim Wind kannst du nichts machen, ne? Die Maschine zieht das Kühlwasser mit hoch und durch den Wind fliegt das bis sonst wohin. Wenn man hier hinten mal guckt, die Bäume sind schon leicht weiß, das ist nicht so schön. Und dann gibt es irgendwann Mecker von den Nachbarn. Das wollen wir vermeiden. Sie sind relativ umgänglich. Ich glaube, die wissen noch gar nicht, was auf die zukommt hier. Kai und seine Leute haben extra eine Lärmschutzwand um den Bunker errichtet. Heute soll das Abrissgerät aufs Bunkerdach. Mit einem Riesenkran. 70 Tonnen kann der heben. Er schiebt sich auf 6 Achsen durch die engen Gassen im Wohngebiet.
umschifft gekonnt die Hindernisse. Haarscharf kratzt er die Kurven um die Autos der Anwohner. Scheiß Mini, Dreckskarre, hau mal auf die Hupe. Ja, ja. Was für Kai eng aussieht, ist für den Fahrer normaler Alltag. Also die Fahrer sind Künstler, das kann kein anderer, braucht keiner versuchen. Darf ich aber nicht so laut sagen, sonst werden die Größen wahnsinnig, die Typen. Die Nachbarn im Wohngebiet konnten den Abriss nicht verhindern, haben aber feste Bauzeiten durchgesetzt. An Wochenenden und Feiertagen ruht die Arbeit ganz. Und sonst ist ab 17 Uhr Feierabend am Bunker. Das wurde ihnen versprochen. Und Kai muss dafür sorgen, dass sich alle daran halten. Soll ja ein schöner Abriss werden, ne? Ja. Nee, soll ein leiser Abriss werden. Schön ist scheiße. Schön ist was anderes, ja, alles klar. Eine leise Großbaustelle, daran glaubt hier niemand. Das Bohren war schon sehr laut, also mit dieser Bohrmaschine da, das war schon sehr laut, besonders hier draußen. Da war ja die Schutz-Protection-Wand nicht davor. Das war schon sehr laut. Aber es muss nun mal gemacht werden, wir haben uns damit abgefunden. Wir haben ja auch ein bisschen gestritten und verhandelt, dass wir das Wochenende jetzt nicht den Abriss haben. Gut, liegt vielleicht auch daran, dass wir uns dafür eingesetzt haben. Das Arbeitsgerät von Sven Zimmermann soll als erstes hoch. Den anderen auch durch. Ja. Da, richtig, guck mal. Andere Seite genau so. Sven ist Baggerfahrer. Sein Baufahrzeug 30 Tonnen schwer. Und heute hebt es ab. Mehr als 20 Meter hoch. Eine spektakuläre Luftfracht über den Dächern von Hamburg. Weiter. Ist gut. Stopp. Alles, was mit Beton zu tun hat, das bringt schon Spaß. Die Höhe schon allein schon, so ein Familienhaus, das ist ja nun keine Höhe. Die sind 6, 7 Meter, 8 Meter hoch. Das ist nichts. Das ist das Spielraum. Ne? Mach mal einmal rechts, einmal links, dann ist das Haus weg. Das dauert auch ein bisschen länger hier. Ne? 4 Etage runterfahren. Und wie gesagt, das geht ja, glaube ich, ein halbes Jahr machen wir das jetzt hier. Bis das fertig ist, ne? Das ist schon eine Herausforderung, ne? Dass das auch alles klappt hier und alles funktioniert und dass dann vor allem nichts passiert. Ne? Kais nächstes Abrissprojekt ist ein Mehrfamilienhaus. Es war vor kurzem noch bewohnt, jetzt soll es weg. Kai hat einen Besichtigungstermin. Mit dabei Baggerfahrer Mike und Kamal Ghazi. Kamal ist Subunternehmer. Er und 3 Angestellte haben von Kai den Auftrag für die Entkernung des Gebäudes bekommen. Scheiße. Auch wenn hier sowieso alles weg soll, ist nicht alles Müll. Viele Wertstoffe können wiederverwertet werden. Die soll Subunternehmer Kamal mit seinen Leuten rausholen, bevor der Bagger kommt. Alles raus. 36 Gewände. So, ist alles Mauer weg. Voll nicht runter, ne? Auch raus. Aber ist das Problem, wir haben... Nicht Problem. Will nicht immer höher ein Problem. Nee, no problem. Will nicht Loch in der Decke und runter, die Scheiße. Aber eine Tiefe, das muss... Eine Tiefe oder wie? Nee, raus. Runter. Raus heißt... Weg. Da, hinterm Fenster. Das weiß ich, ja, okay. Ja. Aber von der Frage stehen, dann haben wir 1 Meter Kamal, so von der Dach. Kamal, ja. Ist ja. Mir egal, raus. Okay. Gips raus. Gips, Betonsteine, Holz und Plastik. Alles will Kai getrennt haben. Er hat dabei die Kosten im Blick. Manche sind der Meinung, das können wir hinterher mit dem Bagger rauskratzen. Und das sehe ich aber nicht so. Man kann es machen, hat dann aber doppelt so viel Arbeit da unten, das wieder rauszusammeln. Und deswegen möchte ich das vorher raushaben. Punkt. Ist beschlossen und verkündet und fertig. Nicht ewig diskutieren über solche Punkte. Ja, ganz schöne Drecksbude. Ist so. Kai hatte das vorher mit Kamal so verhandelt. Jetzt nimmt er den Subunternehmer in die Pflicht. Und noch etwas ist dem Bauleiter aufgefallen. Den kannst du nachher voll mit Holz machen. Wenn du von oben Holz runterschmeißt, pass auf, dass da nichts rüberfliegt. Deswegen, ja. Deswegen, wenn nicht, nimm dir 2, 3 Bauzaunfelder, ja.
Manuel dir eine Plane herbringen und dann stell die bei ihm da oben nochmal auf die Mauer rauf, dass du ein bisschen höher bist, dass da ein bisschen Schutz vor ist. Ja, machen wir. Dort, wo der Container jetzt steht, ist er gut für den LKW zu erreichen. Doch die Nähe zum Nachbargrundstück könnte Probleme bereiten. Die Leute, die hier drinnen arbeiten, die wissen, was sie tun, aber die haben immer sehr viel mit Nachbarschaft und direkte Bebauung. Und da muss man aufpassen. Weil du musst immer davon ausgehen, die Nachbarn sind doof. Doof und neugierig. Die stehen am Zaun und gucken und wissen nicht, dass da irgendwas passieren könnte. Deswegen muss man das versuchen zu vermeiden, dass da was passieren kann. Kai ist vor 10 Jahren Projektleiter geworden. Ein Bandscheibenvorfall zwang den früheren Maurer dazu, noch einmal die Schulbank zu drücken. Er muss die Abrisse planen, die Kosten kalkulieren und dafür sorgen, dass Vorschriften und Fristen eingehalten werden. Auch Kontrollbesuche auf den Baustellen gehören zu seinem Job. Es ist schon schöner, wenn ich selber sehe, was sie getan haben. Weil erzählen können sie mir viel. Und ist immer blöd, wenn ich Anrufe kriege von Nachbarn und weiß selber nicht, was los ist. Und immer erst blöd nachfragen muss, was auf der Baustelle überhaupt passiert ist. Deswegen ist schon schön, wenn man das mal gesehen hat. Auf dem Bunkerdach laufen die Vorbereitungen für einen Sprengstoffeinsatz. Immer wieder bleibt der Spezialbohrer für die Löcher der Sprengladungen im harten Eisenbetongemisch stecken. Neun! Nicht mehr ausmachen, weiter, vor. Aber heute muss es losgehen, denn Kai braucht unbedingt eine Öffnung mitten in der dicken Bunkerdecke. Ich habe noch keine Sprengung überhaupt gemacht, deswegen ist es spannend. Und da kommen ja keine Dynamitstangen wie aus Western mehr rein, sondern irgendwie elektronische Zünder und das alles, wie das so funktioniert. Eine riesige Herausforderung in jeder Hinsicht. Sprengmeister Uwe Krümling ist extra aus Brandenburg angereist. Er ist Spezialist für Betonsprengungen und bundesweit im Einsatz. Mit 36 Ladungen will er ein etwa 2x2 Meter großes Loch in die Betondecke sprengen, den späteren Abwurfschacht. Das Problem dabei? Dicke Eisenstreben, die überall in den Beton eingebaut sind. Die sogenannte Bewährung sitzt bombenfest. Für die Sprengung arbeitet Uwe deshalb nach dem Motto: viel hilft viel. Das ist Beton mit Bewährung drin. Und da muss man schon die Abstände ein bisschen kleiner wählen. Und das ist sehr hartnäckig. Also muss man dann schon ein bisschen Sprengstoff reinbringen. Der Industriesprengstoff geht nur bei großer Hitze hoch. Erschütterungen können ihm nichts anhaben. Um die Stangen später zur Explosion zu bringen, setzt Uwe kleine Sprengkapseln ein, die er später durch einen elektronischen Impuls zündet. Das heute wird aller Voraussicht nach der größte Knall, aber bei weitem nicht der letzte. Ein großes Loch in der Mitte ist das Tagesziel. Dadurch soll ab morgen der Bauschutt nach unten geworfen werden. Später werden dann Decken und Wände dünner und lockerer gesprengt. Der Bagger alleine hätte hier keine Chance. Schwere Matten sollen verhindern, dass Betonbrocken oder die darin eingelassenen Eisenteile nach oben wegfliegen. Das wäre eine echte Gefahr für die Anwohner. Soll ja eigentlich ein schonendes Sprengen sein, dass erstmal, ich sag mal, dass es nur zweimal am Tage eine ganz kurze, eventuell kurze Erschütterung gibt, einen kurzen Knall gibt. Dann ist es nämlich anders, als wenn jetzt hier 10 Stunden so ein Bagger immer meißelt und hämmert. Das ist die Belastung unerträglicher dann. Jetzt geht man mal schnell alles durch den Kopf. Wobei es schon fast zu spät ist und dann werden wir sehen, dass alles gut wird. Das sind die letzten Vorbereitungen. Gut. Jetzt gebe ich das Zeichen, dann kann frei gemacht werden und dann wird geblasen und dann geht's los. Vor jeder Sprengung gibt Uwe 2 akustische Signale, um Anwohner und die Kollegen auf der Straße zu warnen. Unter der Betondecke ist das Loch schon zu erkennen. Dann wollen wir nach oben gucken. Die Wucht der Detonation hat den Betonstaub 6 Stockwerke durch den Bunker gedrückt. Ein Indiz dafür, dass sich die Sprengkraft voll in das Innere des Bunkers entladen hat. So wie geplant.
Bitte schön. Auch dass die Schutzmatten nur wenig nach oben gedrückt wurden, ein gutes Zeichen. Ja, war's alles gut? War's laut? Normaler Bums. Alles gut. Brauchen wir dann bloß noch abdecken? Bisschen Wasser vergessen, Staub da unten ein bisschen, aber alles gut. Das ist normal. Ja, wir hätten ja den Wasserschlauch laufen lassen können wenigstens. Aber gut, haben die wenigstens alle was von. So, nimm weg die Scheiße, ich will sehen, wie das aussieht. Kai ist neugierig. Diese Abrissmethode ist auch für ihn Neuland. Sieht gut aus, Uwe, glaube ich. Sieht gut aus. Was jetzt noch hält, ist das Eisen, das Bewährungseisen. Aber ist alles gelockert. Ich glaube, der Aufwand, das Loch jetzt da reinzukriegen, ist nicht mehr so groß. Der Plan ist aufgegangen. In Zukunft wird der Bunkerschutt durch dieses Loch auf den Boden fallen. Unten wird dann ein zweiter Bagger Metall vom Beton trennen, große Stücke zerkleinern und auf LKW laden. Schön sauber, ne? Schön sauberes Viereck drin, ne? Ein erster Meilenstein in Sachen Bunkerabriss. Auf Kais zweiter Baustelle läuft es nicht so rund. Wo bist du? Was heißt gleich? Ja, gib Gas. Ich warte. Bis gleich. Tschüss. Von Subunternehmer Kamal fehlt jede Spur. Entgegen der Absprache. Kannst du nicht vorher Bescheid sagen? Das ist doch scheiße hier. Du kannst doch deine Leute nicht alleine laufen lassen. Hauptsache, die Baustelle ist schon erledigt, oder? Was ist hier erledigt, Kamal? Hör auf mit der Scheiße. Das ist unter alle Sau. In dieser Zeit? Dann hol deine Leute raus, ich hol mir andere Leute her. Ich habe keine Probleme damit. Das ist kein Spaß. Das ist überhaupt kein Spaß. Schlechte Stimmung auf der Baustelle. Ich muss ihnen das erstmal androhen und ihm schon mal sagen, dass es ganz schnell einen anderen gibt, damit die auch wieder wissen, wo sie langlaufen müssen. Weil nur Spaß und gute Laune geht nicht. Mache ich zwar gerne, aber funktioniert nicht immer. In 3 Tagen soll der Bagger kommen und der Schutt ist nicht getrennt. Alles runter, auch das hier in der Mitte, runter. Alles, was wenn schwarze Pappe, mache ich. Ja, das. Wenn das regnet, ist mir egal, das kann ruhig nass werden. Na, ich mache das hier, die schwarze Pappe, alles komplett ja. runter. Komplett runter. Gut. Und dann diese ganze Holzscheiße hier zwischen raus. Dann mache ich eine Seite so. Machst du einen Haufen. Einen Haufen, nicht direkt an die Wand, weil die Wand geht zuerst weg. Ein bisschen System. Alles, was lose rumliegt, weg. Das Holz ist alles noch hier. Der Container ist halb voll weggegangen eben. Ich bin Montag früh hier und guck. Und wenn der Bagger steht, kostet das sein Geld. Kai ist es gewohnt, dass hier alle machen, was er sagt. Also sicherlich muss ich immer Lösungen finden. Aber hier ist keine Lösung finden. Das ist ein völlig simpler, einfacher Abbruch. Hier muss ich ihm bloß noch mal sagen, er muss mal die Augen aufmachen und die Lösung alleine finden. Ansonsten ist er verkehrt hier. Sind Ziegel, Gips, Holz und Metalle nicht getrennt, bevor die Baggerzange zulangt, wird die Entsorgung des Bauschutts teurer. Und das gefällt Kais Chef bestimmt nicht. Und dann auch noch das. Polier Manuel Lorenz macht eine ärgerliche Entdeckung. Nachbar? Ja. Selbe Pfanne? Nein, in der Dachpfanne kaputt. Guck mal weiter rüber. Ja, hier vorne auch. 1, 2, 3. Scheiße. Wir haben hier nebenan 3 Dachpfannen kaputt gemacht. Und unser Handwerker kommt gleich, der ist hier in der Nähe, der kommt jetzt einmal her, guckt sie das an, dass wir das über das Wochenende zumindest so abgedichtet kriegen, dass nichts, kein Wasser reinkommt. Passiert, ist halt so. Dank niedriger Zinsen und leergefegtem Wohnungsmarkt boomt die Baubranche auch in Hamburg. Überall in der Stadt wird abgerissen oder kernsaniert. Danach kommen meist schicke, teure Luxussuiten. Auch das alte Mehrfamilienhaus soll einem modernen Gebäudekomplex weichen. Heute wird der alte Kasten platt gemacht. Baggerfahrer Marco Thielk, den hier alle Tille nennen, schreitet zur Tat. Bauleiter Kai bleibt in sicherer Entfernung. Tille kann das schwere Arbeitsgerät ganz einfach per Joystick steuern. Da ist Fingerspitzengefühl gefragt. Er arbeitet sich zum Treppenhaus vor. Die stabilste Säule bei diesem Bau. Und lässt es rundherum krachen. Kaputt machen würde ich so das nicht nennen. Wir machen ja einen selektiven Rückbau. Wenn du das mal genau verfolgst, sortieren wir ja auch alles. Guck dir den Künstler auf dem Bagger an. Das zu sehen, wie das gemacht wird, das ist der Reiz daran. Wie feinfühlig man mit so einem Gerät umgehen kann. Das ist doch mal was Schönes.
Tille steuert den Greifer seines Baggers zentimetergenau. Gar nicht so einfach. Der Hydraulikarm ist schließlich 20 Meter lang. Das macht auf jeden Fall Spaß. Ich will nichts anderes machen, ne? Weil jedes Haus ist anders. Es ist immer wieder eine andere Herausforderung, so ein Haus, ne? Ich finde, man müsste dafür ein Händchen haben, bin ich der Meinung. Tille weiß, dass er sich auf sein Händchen verlassen kann. Die Bewohner des Nachbarhauses aber müssen ihm gezwungenermaßen vertrauen. Viele wurden heute Morgen durch den Abrisslärm geweckt. Ich habe solch bitterige Knie. Bleiben Sie ganz ruhig. Wir sind ja noch weit weg von Ihrem Gebäude. Und wenn wir an Ihre Giebelwand herankommen, dann ist das nachher auch ganz vorsichtiges Runterschälen. Das wird ganz vorsichtig. Wir passen schon auf. Wir wollen keinen Schaden bei Ihnen machen. Aber das ist ja jetzt schon, wo die jetzt angefangen waren. Das ist wirklich wie eine Bombe. Das liegt aber an dem Boden hier. Das ist diese Erschütterung. Da können wir auch nichts gegen tun. Das ist leider so. Ich hoffe, dass alles gut geht. Da gehen wir mal von Für aus. Beide Seiten. Da gehen wir natürlich mal von aus, dass alles gut geht. Auch die nächste Nachbarin, die an der Baustelle vorbeikommt, hat Angst. Sie befürchtet, dass ihr eigenes Haus durch die Erschütterungen, die der Abriss verursacht, zusammenbricht. Wackelt das oben im zweiten Stock am meisten? Am meisten ganz oben. Das sehe ich eigentlich auch so. Und ganz oben wohne ich und komme dann ganz runter. Ach was, es wackelt ja nur, es bricht nicht zusammen. Sie meinen, das geht gut? 65%, ja. Dann gehören wir zu den 35. Nein, das machen wir schon. Das machen wir nicht zum ersten Mal. Wir geben uns ganz viel Mühe. Ich hoffe, dass ich das nicht mehr erleben muss. Nein, da müssen Sie nicht. So, Platz da. Alles wird gut. Einen wunderschönen Tag wünsche ich Ihnen noch. Zuhören, beruhigen, Verständnis zeigen. Bauleiter ist ein Job mit vielen Baustellen. Ihre Angst, die sie hat, kann ich ihr nicht nehmen. Aber ich muss sie einfach erklären, dass es nicht anders geht. Und dass wir schon so vorsichtig sind, dass ihr nichts passiert. Also reden, einfach nur reden. Auch am Bunker herrscht Redebedarf. Für einige Anwohner sind die Sprengungen Zündstoff. Ah, das ist ja schön, dass ich Sie treffe. Wann wird denn heute gesprengt? Ziemlich genau 16 Uhr. Okay, gut, danke. Ja. Erika Becker ist in Eile. Bis zur nächsten Sprengung sind es nur noch wenige Minuten. Sie wohnt unmittelbar neben dem Bunker und will rechtzeitig zu Hause sein. Ihren Katzen zuliebe. Wenn man auf der hinteren Ebene sprengt, dann hört man hier das Warnsignal nicht so, weil dann auch mehr nach hinten raus gewarnt wird. Dann hört man diese Tute nicht so. Und dann war ich mal so unvorsichtig und habe das Fenster hochkant noch aufgelassen und saß am Computer und mein armer Kater saß oben auf dem Kratzbaum. Und wir haben dann wirklich die Sprengung. Und das ist dann extrem. Also wenn das Fenster aufgeht, jetzt auch mit diesen Bohrungen bei offenem Fenster, geht nicht. Purer Stress, zweimal am Tag. So, jetzt aber rein. Das. Doch, ups. Mimizi ist da, ja. Oh, meine Kleine, die traut sich jetzt gar nicht mehr. So, meine Süße, alles gut. Shani, auch alles gut. Schatz, ach, der ist schon im Schlafzimmer. Kuschel, alles gut? Dann. Alles gut, Schatz, alles gut. Mizi auch, alles gut. Shani, Mizi, alles wieder gut, mein Schatz. Alles wieder gut. Komm her, mal kuscheln. Komm her. Alles wieder gut, kuscheln, alles wieder gut. Ja. Kai Pegel und Manuel Lorenz erkunden das Innere des Bunkers. Bisschen dünn, ne? Aber mag auch täuschen. Mag auch täuschen. Die Innenwände müssen auch nach den Sprengungen die Betondecke halten. Sonst bricht das Stockwerk zusammen. Oh, das sieht gut aus. Sieht richtig gut aus, ne? Das sieht wirklich gut aus. Genau so soll er sein. Wichtig ist dabei, dass die Wände hier erhalten bleiben. Dass wir irgendwo immer eine Auflage haben und einen Druckpunkt. Und deswegen, das sieht genau so aus, wie es sein soll. Daran siehst du, dass die Sprengenergie wirklich in den Bunker reingegangen ist und nicht in die Außenwand. Kais anderer Bautrupp hat bereits ganze Arbeit geleistet. Nicht einmal eine Woche ist es her, dass der Bagger mit dem Abriss des Mehrfamilienhauses begonnen hat. Nun ist nur noch ein Haufen Bauschutt von dem Gebäude übrig. Und ein paar Mauerreste. Direkt an der Wand des Nachbarhauses. Die will Kai auch noch weghaben. Möglichst ohne das Nachbarhaus dabei zu beschädigen. Ist das Stück Wand hier noch weg? Ja. Wir wollen mal sehen, wie vorsichtig du das kannst. Oder ob ich mir einen anderen Maschinisten suchen muss. Richtiges Personal ranholen muss. Ja, dann gehen wir gleich mal. Bleib ruhig. Baggerfahrer Hartmut Kördel macht seit über 30 Jahren diesen Job. Bisher hat er noch nie daneben gegriffen, sagt er.
Ein Abrisshaus mit direkter Anbindung zum Nachbargebäude raubt ihm schon lange keinen Schlaf mehr. Im Gegenteil, je größer die Herausforderung, desto ruhiger wird er. Man darf auch nicht zimperlich sein. Also, wenn du damit ängstlich rangehst, dann kannst du das gleich vergessen. Bisschen risikofreudig sollte man schon sein. Genau, nicht immer so ängstlich. Einfach mal machen. Ja, was? Du musst erstmal einfach mal machen und fertig. Du musst anfangen und dann gucken, was passiert. Jo. Und dann wirst du sehen, wie das reagiert. Natürlich musst du auch ein bisschen nachdenken vorher, was passieren könnte. Und dann. Jo. Oh, jo. Einfach mal machen. Auf dem Bunker gilt das heute nicht. Nach einer Sprengung gestern sind ein paar Betonsplitter vom Dach gerieselt. Das kann Ärger geben. Uwe, mein Freund. Jo. War das jetzt ernst gemeint, oder? Nein. Ich dachte, wir sind ein Team. Trotzdem wollen Kai und Uwe an ihrem Konzept festhalten und weiter zweimal am Tag sprengen. Sie wollen die dicken Wände und Decken für den eigentlichen Abriss auflockern. Aber ab jetzt noch vorsichtiger. Heute wäre ich, weil es ein bisschen nach oben rausgedrückt hat, wäre ich 2 Matten mehr drauflegen. Hinten haben wir überall schon gesprengt, da ist die Fläche eigentlich eben geblieben. Da ist der Beton zwar überall gerissen, aber die Sprengenergie ist nach unten reingegangen. Und das, was jetzt hier so aufgeworfen liegt, das heißt, dass die Sprengenergie nach oben weggegangen ist. Uwe hat gestern einen Bereich über einem Bunkerflur gesprengt. 2 dicke Betonwände im Inneren des Bunkers machen Probleme, leiten die Sprengenergie in die falsche Richtung. Deshalb dosiert er seine Ladungen heute anders. Betonbrocken sind diesmal nicht geflogen. Aber ob die Sprengung den gewünschten Erfolg hatte, sieht Uwe erst, wenn er die Wölbungen auf der Betondecke begutachten kann. Dazu müssen die Schutzmatten weg. Hier hinten sieht es wieder sehr gut aus. Vorne ist, war mir klar, weil das der Anschlussbereich ist von den anderen vorhergehenden Sprengungen, weil die Wände unten drin sind. Und das, so wie es hier aussieht, bin ich zufrieden. Prima. Hier ist der Flurbereich, hier hast du eine Wand. Dann ist das alles unter Zwang immer. Und deswegen wälzt sich das so ein bisschen auf. Also und die Fläche sieht wieder so aus, wie es sein soll. Trotzdem ist diese Woche der Wurm drin. Erst die Sache mit den Betonsplittern und jetzt haben sich Nachbarn beschwert. Die Warnsignale von oben seien zu leise. Sie verlangen eine zweite Tröte, die auch unten vor der Sprengung warnt. Keine zweite hier, oder was? Handy hast du hier. Kann ich mal anrufen, schnell im Büro. Mal sehen, ob die noch was haben, sollen sie herschicken. Jetzt, ich hab die Schnauze voll. Jo. Müssen wir gucken. Wo kriegst du denn so einen Scheiß her? So einen Dreck gibt's nicht mehr, ne, im Fanshop. So eine Drucklufttröten. Bei einem Bootsausstatter in der Nähe wird Kai schließlich fündig. Er rettet damit seinen Zeitplan. Die zweite Sprengung des Tages kann stattfinden. Improvisieren gehört eben mit zum Geschäft. Und zur Sicherheit hat Kai gleich mehrere unterschiedliche Trötenvarianten besorgt. Das Ding ist ganz fies, habe ich festgestellt. Sieht ja eigentlich albern aus. Ich mach nur ein bisschen. Das war ohne sich anzustrengen. Ich glaube, das tut ganz schön weh auf den Ohren. Und ich hoffe, die Beschwerden sind dann vorbei, wenn sie das hören. Also bevor wir da noch mehr Theater mit den Nachbarn haben, müssen wir irgendwas machen. Die Zeit, die Kai jetzt verloren hat, wird er später im Büro nacharbeiten. Auf der Baustelle muss dagegen pünktlich um 17 Uhr Feierabend sein. Wie eine Kuh. Du kannst das nicht ordentlich. Tröte kaputt gemacht. Ja, jetzt ist Schluss. Der war eben besser, ne? Hans? Und? Für Thorsten. Die habe ich ja, das ist ja das Ende, was ich habe. Ja, und Thorsten kann sich unten hinstellen damit. Dann nochmal.
zu leise. Da unten reicht aber. Geht nicht anders. Also die nehmen wir bloß zur Unterstützung. Ja, richtig. Und nur für unten. Ich mache hier oben sowieso meins. Genau. Und wenn jetzt unten welche sind und die haben eventuell die Fenster auf, damit die das dann, ah, jetzt. Gut. Geht doch. Hier unten geht's, ja. Sprengmeister Uwe ist inzwischen alles recht. Bauleiter Kai will heute mal ganz in der Nähe sein, wenn's knallt. Eine kleine Mutprobe. Bei so einer Sprengung hier oben war ich ja noch nicht mit dabei. Mal sehen, wie die Decke so wackelt, ne? Das ist das Spannende. Ansonsten das hier, das macht er ja immer wieder. Wenn er hier oben bleibt und uns erlaubt, hier oben zu bleiben, dann kann das alles nicht ganz so schlimm sein. Oder was? Oh, weia. Wenn ich die Hose nachher voll habe, hast du Schuld. Ich? Ja. Weißt du, dass es schön rumpelt hier oben? Ja, da gehe ich von aus. Da kommt noch einer. Okay, ich gebe jetzt das erste Signal. Und wenn ich das erste gegeben habe, gebt ihr unten das erste Signal, damit das da eventuell mal gehört wird. Kommt dir vor, der Dreck kommt, zieht drüber. Die Sprengung ist beendet, ich gebe das dritte Signal. Ein kleines Erdbeben, ne? Ja, ja, das ist schon ein bisschen. Kann man sich vorstellen, wenn ein großes ist. Aber ich habe es wirklich ein bisschen doller erwartet. Die Sprengmeister sind mit der Außendecke fertig und vorübergehend abgerückt. Für das Plattmachen des obersten Stockwerks hat Kai 2 Wochen einkalkuliert. Aber zumindest bei der dicken Außendecke des Bunkers müssen sie anders vorgehen als geplant. Der Presslufthammer am Bagger muss sich trotz der Lockerungssprengungen durch den Beton arbeiten. Das bedeutet mehr Lärm und es geht langsamer voran. Im mittleren Bereich haben wir ein bisschen Probleme, dadurch, dass wir wahnsinnig viele Innenwände haben. Und die Decke ist ein bisschen stärker wie geplant, laut Zeichnung 1,60. Vorgefunden haben wir jetzt ein bisschen über 2 Meter. Dann weiß nie einer, was wirklich an Bewehrung da reingekommen ist. Ich hätte mit weniger Bewehrung gerechnet, weil er wirklich in den letzten Kriegstagen ja erst gebaut wurde. Aber ja, das sind so die kleinen Überraschungen, die man dann hat. Ist aber alles machbar. Der Abriss des obersten Stockwerks dauert länger. Um Zeit aufzuholen, lässt Kai jetzt unterschiedliche Arbeiten gleichzeitig durchführen. Die Folge: noch mehr Krach. 75 Dezibel. Hier im Wohnraum. Ja, 63. Einmal im Bad. Und dann haben wir ja immer gerne noch den Hausflur. Das ist ja auch noch mal eine andere Qualität. Die 72. Erika Becker ist nach langer Krankheit arbeitssuchend und tagsüber oft zu Hause. Der Lärm ist für sie unerträglich. Ich hatte hier in der Wohnung zwischen 80 und 90 Dezibel. In meinem Badezimmer, das ja durch diese Lüftungsschacht schon ein bisschen mehr Lärm durchlässt, waren das dann schon 90 gen 100. Im Hausflur 115 Dezibel. Und es ist wirklich auch ein Unterschied, ob Sie wirklich 70, 75 Dezibel auch über den Tag verteilt sich anhören müssen. Oder ob diese zwischen 80 und 90 Dezibel, das ist wirklich, das trifft ja schon den Tatbestand der Körperverletzung. Format. Mit ihren täglichen Protokollen hat Erika Becker ein Lärmgutachten bei der zuständigen Behörde durchgesetzt. Oh, jetzt muss ich aber, sehen Sie, jetzt geht's los. Jetzt machen wir die Fenster zu in aller Eile. Hallo Mieze Maus, auch hast du dich schon verkrümelt und das Bettchen? Ja, Süße, alles gut. Dann wollen wir mal hören, mal gucken, was das so bringt. 102. Mein Kater ist jetzt so gut konditioniert, wenn er weiß, dies Tuten hört, dann ist er ab hinter das Sofa, weil da kommt gleich irgendwas.
Dass es laut werden würde, wenn ein Betonmonster aus dem Zweiten Weltkrieg abgerissen wird, war allen Beteiligten klar. Viele der Anwohner hier haben Mietkürzungen durchgesetzt, bis zu 30%. Und ständig droht neuer Ärger für die Nachbarn und damit auch für Kai und seinen Bautrupp. Wasser vom Dach spritzt an die Fassade des Mehrfamilienhauses. Das ist nicht so schön. Das ist scheiße, weil das ist wieder so dreckiges Wasser, was wieder den Dreck auf den Balkon bringt. Ist Manuel da? Manuel? Die Schneider sollen mal gucken. Guck mal am Gerüst hinten. Kein Zweifel, das Wasser kommt von der Baustelle. Kai reagiert sofort. Ja, kannst dir schon mal die Telefonnummern von der rechten Seite alle wieder raussuchen. Da läuft gerade schön das Wasser am Gerüst lang runter. Warum, weiß ich nicht. Ich mache keine Betonschneiderarbeiten. Ne? Kannst schon mal wieder Fenster putzen und Balkone sauber machen. Danke, tschüss. Zwangspause für die Betonschneider. Die waren gerade dabei, die Wand zum Nachbargebäude in dicke Quader zu zersägen. Die Vorderwand hat keinen Kontakt zu anderen Gebäuden. Sie kann mit der großen Betonschere abgerissen werden. Die Sprengungen haben das Mauerwerk aus Beton und Eisen auf Maß gebracht. Wenn du eine Schere ganz weit aufmachst und bis hinten ran Beton hast, quälst du dich. Deswegen haben wir die Wände ja schmaler gesprengt, dass wir auf ungefähr 70 cm bloß noch kommen, weil dann arbeitet die Schere am effektivsten. Deswegen haben wir das alles so vorbereitet. Und so ist es jetzt, wie es sein sollte. Du siehst ja, da sieht man es ja schön, wie wir es da weggesprengt haben. Da sieht man die innere Bewährung ja von der Wand. Die Schere arbeitet leiser als der Stemmhammer. Doch dafür kommen unten oft große Mauerteile mit langen Eisenstreben an, die dann für den Abtransport zerkleinert werden müssen. Crashen nennen sie das hier. Besser gesagt, warum er so eine Brocken jetzt klein kneift. Das macht keinen Sinn. Und das Crashen ist lauter, als das Lärmgutachten zulässt. Bloß lange Eisen müssen raus. Nicht so viel Crashen. Weil das Scheißchen klappert, scheppert, das ist lauter wie alles andere hier. Nur lange Eisen und immer raus. Und Masse. Raus, raus, raus. Zieh raus, die Scheiße. Wir haben jetzt eine Beschwerde, dass dieser Bagger jetzt zu laut ist. Aber das ist leider nicht mehr zu ändern. Also der muss jetzt hier unten stehen und ein bisschen aufbereiten. Wir reduzieren das ein bisschen, weil das ist ja wirklich teilweise ein bisschen sehr laut. Aber es geht halt nicht komplett, das zu vermeiden. Aber ansonsten ist relativ gut noch die Stimmung. Erstaunlicherweise. Auf der Baustelle des abgerissenen Mehrfamilienhauses hat sich die Stimmung kurzfristig geändert. Aber nicht bei den Nachbarn. Die unerwartete Entdeckung einer Gasleitung sorgt für Unbehagen unter den Arbeitern. Kai muss dringend herausfinden, was es mit der Leitung auf sich hat. Dreh doch mal auf, wenn, dann müsst ihr doch schon zischen, das Ding, oder? Kommt nichts, wa, Hartmut? Ja, lass auf, reiß ab die Scheiße. Dann hak doch mal hinter und zieh mal dran. Gaswerke haben gerade angerufen, ist getrennt seit Januar. Aber komischerweise wusste es keiner. Und jetzt haben wir mal geguckt, ob da wirklich nichts mehr rauskommt. Ist getrennt. Baggerfahrer Hartmuts Hang zur Risikofreude hat heute keine negativen Folgen. Zum Glück. Der 55-Jährige behält ein ruhiges Händchen und zieht die Leitung gekonnt aus der Erde. Am Ende siehst du die Muffe. Dann widmet sich der Bautrupp wieder unbeeindruckt dem Alltagsgeschehen. Abriss Business as usual. Gerade solche alten Gebäude, es weiß keiner, was da unter ist. Also du hast immer zu reagieren. Ist ganz normal, aber das ist auch das Schöne dabei, dass nichts rund läuft, sagen wir mal so. Um die Anwohner nicht gegen das Bauprojekt aufzubringen, lädt sie der Auftraggeber regelmäßig zu Informationsveranstaltungen ein. Kai soll sich heute den Fragen der Nachbarn stellen. Du weißt nicht, wie nachher die Stimmung ist, ne? Du weißt nicht, was für Nachbarn da noch kommen und was für eine Stimmung kommen konnte. Ja, ein bisschen Anspannung ist schon da. Weil irgendwelche Leute kannst du jetzt immer haben, die sich den Frust angefressen haben und
dann jetzt erst um die Ecke kommen. Ne? Heute hat Kai Unterstützung dabei. Sein Chef Christian Strauch steht ihm zur Seite. Wenn Fragen sind, dann jetzt. Es ist einfach viel Feinstaub in der Luft. Und man muss ja befürchten, dass es eher mehr wird, je tiefer jetzt diese Schutzeinhausung kommt. Ne? Was mich im Moment persönlich sehr belastet, ist hin und wieder der Geräuschpegel. Und zwar dann, wenn hier draußen gecrasht wird. Wir werden ab sofort oben auf dem Bunker, also auf der Decke, crashen. Wir werden das Material oben im geschlossenen Bereich aufbereiten. Warten Sie mal eine Woche ab und dann rufen Sie mich einmal an und sagen, ob es besser geworden ist. Okay. Ja? Ja. Weil denn jetzt müsste eine deutliche Verbesserung da sein. Ja? Zur Erleichterung des Auftraggebers gibt es heute nur wenig Fragen und auch kaum Kritik. So. Dann dürfen Sie gerne sich ein Eis nehmen. Nehmen Sie, was Sie mögen. Aber bitte nur ein Eis. Beim Eis tauen dann aber doch noch einige Nachbarn auf und erzählen Kai von ihren Sorgen mit dem Lärm und dem Dreck von der Baustelle. War doch relativ entspannt. Und die Sorgen, die Nachbarn hier haben, das ist, ich sag mal, für mich verständlich. Ich möchte hier auch nicht wohnen. Bei so einer Baustelle. Kai selbst ist schon vor Jahren dem Trubel der Großstadt entflohen. In der schleswig-holsteinischen Gemeinde Labenz hat er die Vorzüge des Landlebens schätzen und lieben gelernt. Hier lebt er mit Frau und Kind in einem Haus, in dem es laut Kai noch jede Menge Arbeit gibt. Aber Zeitdruck lässt er sich hier nicht machen. Hier hast du deine Ruhe. Wenn du hier hinten rausguckst, hier ist nichts, hier geht dir keiner auf den Sack. Und der Job ist ja nur auch stressig genug, auch wenn man das manchmal so nicht sieht, aber ist so. Man hat genug um die Ohren und im Kopf den ganzen Tag über. Und wenn du den ganzen Tag in Hamburg verbringst, ist das doch schön hier. Abends die Füße hoch, den anmachen, nachher ein Stück Fisch essen und das ist wichtig. An der Baustelle des plattgemachten Mehrfamilienhauses hat Kai heute seinen letzten Termin. Architekt Norbert Riedl nimmt das Projekt ab. Dabei protokolliert er alle Schäden, die durch den Abriss verursacht wurden. Die sind in erster Linie an den Nachbarhäusern und Grundstücken zu finden. Hier ist noch eine Abplatzung. Ja. Da, ja, hatten Sie mir versprochen, dass Sie dabei gehen? Ja, aber... Also ich kann da was hinschmieren, das fällt aber wieder ab. Das verspreche ich Ihnen. Wir müssen ja nur den Zustand wiederherstellen, wie er war. Wir müssen keine Sanierung machen. Dann sollte ich nicht so viel abreißen. Genau. Damit ist die Baustelle für Kai erledigt. Aber aus dem Kopf ist sie deshalb noch lange nicht. So eine Baustelle im Großen und Ganzen lief die rund hier. Da guckt man dann auch öfter hin. Andere Baustelle macht die Augen zu, wo das alles scheiße war. Einige Wochen später. Auch am Bunker geht es weiter voran. Allerdings musste Kai wegen der Beschwerden der Anwohner zahlreiche Kompromisse eingehen. Es werden wohl mehr als die erhofften 8 Monate ins Land ziehen, bis das Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg endgültig von der Erdoberfläche verschwunden ist. Trotzdem, der Bauleiter ist mit seinem ersten Bunkerabriss zufrieden. Es war eine gute Baustelle. Man muss immer noch ein bisschen nachdenken. Wir haben immer noch ein paar Knackpunkte, die wir lösen müssen. Auch im Bereich unten nachher Sohle, aber alles im Großen und Ganzen eine gute Baustelle. 250 Kilogramm Sprengstoff haben Kai und seine Leute in die Luft gejagt, um die fast 10.000 Tonnen Beton, die sie inzwischen abgefahren haben, klein zu kriegen. Der Bunker bombensicher. 70 Jahre stand er da. Und dann kamen die Plattmacher.